Da bläst er, der große Weiße. Aus den Weiten des Asphalts taucht er auf. Es dröhnt Attacke durch das Tal. Der vermeintliche Powerflaneur zeigt erstmals Zähne. Jetzt hätten wir ja noch Sportplus. Sollen wir das mal einschalten? So, Fahrwerk. Die Lenkung ist vom Gefühl her gleich. Fahrwerk. Ich meine, wäre noch mal ein bisschen stiffer, ne? Etwas geringer in der Rollneigung. So, und traditionell spricht er dann noch besser ans Gas an. Ich muss noch mal hier die Gerade abwarten. Nur der geht ja auch schon auf Sport, selbst auf Komfort geht er ja schon richtig gut. Also man tut sich wirklich schwer, hier noch so die Unterschiede herauszufühlen, weil du ja von deiner Basis schon so viel Power hast. Ja. Aber das ist alles so passiert. Klappenauspuff, klar, der war vorher schon offen. Boah, herrlicher Sound, oh, ganz toll. Und einfach faszinierend in Verbindung mit dem PSM, ESP, wie die Regelsysteme aufeinander abgestimmt sind. Ich habe es mal abgeschaltet. Gucken, wie er ohne fährt. Ist ja jetzt ein bisschen nass hier. Cool. Wie ein Hinterradantrieb. Kannst du ein bisschen querfahren hier mit. Klasse. Aber total leicht kontrollierbar. Sollte sich etwa doch ein Sportwagen im Walspeck versteckt haben? Mensch und Maschine bereit für die eine schnelle Runde. Fastlap. Sein Gegner ist die Zeit. Nein, ich kann nur sagen, schiebt an wie ein Teufel, du trittst drauf und er marschiert, marschiert, marschiert und das hört gar nicht auf. Das geht so vorwärts, dass du eigentlich fast schon die Bremserei vergisst. Das ist eigentlich genau das Problem auch. Du hast hier diese Weitläufigkeit vom Gelände und dadurch ja gar nicht so das Empfinden, wie schnell so ein Auto eigentlich fährt. Hier guckst du plötzlich auf den Tacho und sagst dann Halleluja. Entschuldigung, das kann man ja erst gar nicht realisieren, wie schnell so ein Auto wirklich ist. Das merkst du wirklich erst dann, wenn du am Kämpfen bist mit der Bremserei und versuchst, irgendwie noch in die Ecke reinzukommen. Da muss man sich definitiv dran gewöhnen. Der Gemballer verbläst, sein Turbo pfeift. Ein Sprung empor, gemütlich gefühlt, unwiderstehlich in seiner Konsequenz. Die Fontäne des Triumphes als Zeugnis, eingebrannt in die Zeitenliste. Bei Fastlap.